So, damit herzlich willkommen hier aus der Karibik, Mensch. Ich habe mir mal gedacht, ich tue einfach mal so von dem ganzen YouTube-Money, was ich so alles mache, mir ein bisschen Geld abzwacken und fahre einfach mal mit einem Olli in die Karibik. Hab den Olli dann gefragt, ob er vielleicht ja, sein ganzes Kamerazeug mitnimmt, damit wir hier dieses 4-Jahres-Let's Player-Special in der Karibik aufnehmen können. Ich gucke immer auf den Netbook. Ich habe hier vor mir ein Netbook zu stehen. Ich bin immer so gezwungen drauf zu gucken, weniger an die Kamera zu gucken. Aber ich bin es ja auch nicht gewohnt, hier so vor der Kamera rumzuhantieren. Ich moderiere eigentlich nur. Ja, 4 Jahre Let's Player. Was habe ich mir für dieses Special einfallen lassen hier aus der schönen Karibik? Wir werden zum einen, der Andi hatte vor 4 Wochen oder so, Anfang April war das, hat er einmal ein Tagging-Video gemacht. Ich habe mir gedacht, komm, schmeiß das einfach alles mal zusammen, das Tagging-Video und das 4-Jahres-Let's Player-Special. Und da hat er mir einfach mal 4 Fragen gestellt. Ich werde nicht alle 4 beantworten können. Schon Frage 1 wird, jetzt wird der Netbook schwarz. Ich glaub's ja wohl nicht. Sowas. Und ich werde nicht jede beantworten können. Frage 1 kann ich schon mal gar nicht beantworten, weil mir sowas gar nicht mehr. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall werden wir das beantworten. Dann habe ich eine Zuschauerfrage bekommen und ich habe mir gedacht, eine ist ein bisschen wenig. Ich werde einfach mal so ein paar, ja, Kommentare, die ich mir mal so ein bisschen rausgepickt habe aus den letzten Tagen und Wochen, werde ich einfach mal kommentieren, zurückkommentieren. Weil jedes habe ich noch nicht kommentiert, aber ich werde es jetzt mal kommentieren, ganz einfach. Und ganz zum Schluss wird dann noch das Gewinnspiel sein zu dem Sims 3 Key, den ich noch über habe und den ich jetzt endlich mal loswerden möchte. Und da werde ich euch dann noch erzählen, wie ihr an diesen Sims 3 Key rankommen könnt und was ihr dafür tun müsst. Ich würde sagen, wir fangen jetzt aber erstmal an mit den Fragen vom lieben Andy. Das würde sich bestimmt schon lange gewünscht haben, dass ich dieses tolle Video jetzt für ihn mache. Da muss ich mal ganz kurz hier am Netbook ein bisschen hochscrollen. Kann ich das auch mit den Pfeiltasten? Das ist schön, das kann ich auch mit den Pfeiltasten. Der Andi will nämlich wissen, was mein persönlich peinlichstes Erlebnis war. Und da muss ich gleich sagen, das weiß ich schon mal gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ich bin kein peinlicher Mensch. Olli, bin ich ein peinlicher Mensch? Siehste, Ja, bist du. er hat aber erst mit dem Kopf geschüttelt. Ich weiß es gar nicht. Also, peinliches Erlebnis, da fällt mir gar nichts ein. So gar nichts. Ich hatte schon eins, das ist keine Frage. Ich hatte wirklich schon peinliche Erlebnisse. Aber jetzt so spontan auf die Schnelle und mir ist jetzt auch die ganzen Tage. Ich habe mir die ganzen Tage jetzt schon Gedanken über diese tollen Fragen gemacht, aber mir fällt absolut nichts ein, was da irgendwie. Keine Ahnung. Also, lieber Andi, es tut mir leid. Ich kann deine Frage wirklich nicht beantworten. Die nächste Frage, die er mir gestellt hat: Was magst du an Personen gar nicht? Was mag ich an Personen gar nicht? Ich mag es gar nicht, wenn Personen total eingebildet sind, wenn sie glauben, sie sind die Besten, die Schönsten, die Tollsten. Und sie können einfach alles und im Prinzip können sie gar nichts. Und das ist eigentlich so das größte Manko, was eine Person haben kann. Ja, ansonsten lügen. Und ja. Aber hauptsächlich dieses: Ja, ich bin toll, ich kann alles und ich bin der Tollste und Größte und ich kriege in Wirklichkeit überhaupt nichts hin. Einen Scheißdreck kriege ich hin und ich hasse einfach solche Personen. Also wollte er mich nicht zum Freund haben, müsste einfach nur so sein. Die dritte Frage: Was nervt dich im Kino? Das ist etwas, was jeden nervt. Werbung. Du kommst, der Film geht angeblich 20 Uhr los. Geht aber erst um 20:30 Uhr los, weil noch eine halbe Stunde Werbung kommt. Alter, dann sollen sie doch auch hinschreiben. 20:30 Uhr, da hat die halbe Stunde davor Werbung. Aber das werden sie nicht machen, weil sie ja noch Werbeeinnahmen haben wollen, ne? Und weil sie wollen, dass wir uns diese tolle Werbung angucken und diese Werbung, die uns überhaupt nicht interessiert.
Und was auch noch ein bisschen nervig ist, ist dann kurz bevor der Film losgeht, kommt dann noch einer rein. Will noch jemand was kaufen? Denke ich mir, Alter. Das hätten sie auch gerade schon draußen machen können. Obwohl ich sagen muss, ich habe mir auch einmal was gekauft bei so einem Trottel. Macht's nicht, Leute. Ihr kriegt im normalen Laden ein Eis für 1 Euro, bei dem müsst ihr 4 bezahlen. Macht's nicht. Kauft, also, wenn ihr kein Geld habt. Ich kann das natürlich mit YouTube Money bezahlen. Ne? Ihr seht's ja hier, Karibik, einfach mal so ein Abstecher für 3, 4 Tage mit dem Olli. Ich habe den Olli alles finanziert. Das ist natürlich alles. Also, ja. Gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Was nervt dich bei Partys? Das ist eine schwierige Frage für mich, weil ich persönlich gar nicht so der Partygänger bin. Ich bin Let's Player, ich bin Kellerkind, ich bin Stubenhocker. Und wenn ich doch mal ein bisschen was losmachen will, dann schnappe ich mir 3, 4 Freunde und dann gehen wir irgendwo hin, trinken was zusammen in der Kneipe oder irgendwo bei jemandem zu Hause. Also ich bin wirklich nicht so der Partymensch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und deshalb kann ich auch so spontan gar nicht sagen, was mich so persönlich an Partys nervt. Vielleicht irgendwelche Leute, die auf ihren Alkohol nicht klarkommen, das könnte schon nervig sein. Aber so im Prinzip bin ich eigentlich nicht so. Der Partygänger macht lieber irgendwas mit Freunden. Und dann hat er mir noch geschrieben, PS, deine Lieblingssüßigkeit. Boah, das ist schwierig. Es gibt. Jetzt habe ich wieder den Namen vergessen. Es sind keine Lakritzschnecken, aber es sehen wie welche aus. Ich glaube, das sind solche Fruchtschnecken. Die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich glaube, Zitrone und Cola ist noch mit dabei. Ist auf jeden Fall von Haribo, kostet fast 1 Euro, der Scheiß. Und das ist zum einen meine Lieblingssüßigkeit und zum anderen ist es noch Milka Toffee für die Gansmusik, diese ganz großen Schokoladen von, ich glaube, 500 Gramm sind das. Die ist auch richtig geil, die Schokolade. Das sind so diese zwei Süßigkeiten. Also ich bin eigentlich bei Süßigkeiten jetzt nicht so widerlich. Ich nehme eigentlich alles, was mir so in die Hände fällt an Süßigkeiten. Aber das sind so zwei meiner Favoriten. Doch, muss man wirklich sagen. Gut, damit sei dieses Tagging-Video vom Andy beendet, was ich jetzt einfach mal hier mit reingebunden habe. Und ich habe mir so gedacht, weil ich ja auch wieder zurück taggen muss, habe ich mal so gedacht, dass ich einfach mal alle meine Abonnenten frage, also euch frage, was ihr euch so, ja, was. Ja, einfach ein paar Fragen stelle. So, jetzt komme ich hier schon ins Haspeln. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Frage. Die erste Frage wäre, was ist euer persönliches Lieblingsspiel? Das absolute Lieblingsspiel von euch? Und die zweite Frage wäre, oder was war euer erstes Spiel? Und die dritte Frage, also es sind wirklich nur drei Fragen. Die dritte Frage ist, wann seid ihr zum ersten Mal mit dem Gaming in Verbindung gekommen, mit Zocken in Verbindung gekommen, also wie seid ihr aufs Zocken gekommen? Das sind so diese drei Fragen. Natürlich verlange ich jetzt nicht von jedem von euch, dass ihr ein Video davon macht. Ihr könnt mir das einfach hier unter dieses Video posten oder aber ihr schickt mir einfach per PN eure Antworten. Das ist mir völlig egal, aber ihr könnt natürlich auch unter dieses Video posten. Ansonsten könnt ihr auch ein eigenes Video machen, wenn ihr wirklich Bock drauf habt, könnt ihr auch noch ein eigenes Video machen. Das könnt ihr mir auch schicken. Leider hat YouTube die Videoantworten abgeschafft, deshalb müsstet ihr einfach mal mir eine PN schicken und dann das Video dranhängen. Dann könnte ich mir das Video auch anschauen oder ihr schickt mir einfach den Link in der PN. Gut, das war soweit Teil 1. Und Teil 2. Bei Teil 2 wird es jetzt um eure Fragen gehen, vor diesem schönen 4-Jahres-Special. Da wird es jetzt um eure Fragen gehen. Ich habe, huch, das war jetzt zu weit. Ich habe eine Zuschauerfrage, wie gesagt, bekommen. Die restlichen sind einfach nur, ja, willkürlich aus den Kommentaren gezogen von den letzten paar Tagen, paar Wochen. Und da fragt der Alex, der wollte nämlich wissen, wie so ein Let's Play-Ablauf bei mir ist.
Also ob ich jeden Tag einen Part aufnehme oder wie ich das auch immer mache. Nein, ich nehme nicht jeden Tag einen Part auf. Ich mache es meistens so, dass ich in der Woche, je nachdem wie viel Zeit ich habe, mache ich ein oder zwei Aufnahmesessions. Diese Aufnahmesessions sind dann so, dass ich meistens ist es eine Stunde aufnehme. Es kommt immer darauf an, wie mir das Spiel liegt. Also SWTOR zum Beispiel nehme ich wesentlich länger auf. Da komme ich meistens auf 2 Stunden. Nur länger als 2 Stunden nehme ich nicht auf. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das einfach viel zu lange dann dauert im Nachhinein, was das Rendern betrifft und was das Schneiden betrifft. Deshalb nehme ich nicht länger als 2 Stunden auf. Ich hatte mal SWTOR, ich glaube, 3,5 oder 4,5 Stunden aufgenommen. Und das war schon richtig viel Arbeit, das zu schneiden und zu rendern. Das hat ewig gedauert. Deshalb beschränke ich mich immer so meistens bei SWTOR auf diese 2 Stunden, versuche bei diesen 2 Stunden Aufnahme zu bleiben und versuche dann auch bei allen anderen Projekten möglichst diese 2-Stunden-Marke nicht zu überschreiten. Gut, das war seine erste Frage. Also er hat mehrere Fragen gestellt. Zum einen, wie der Let's Play-Ablauf ist. Und dann wollte er noch wissen, ob ich jeden Tag oder ob ich dann gleich im Anschluss rendern tue. Das ist ganz unterschiedlich. Also das kommt auch ehrlich gesagt immer ein bisschen auf meine Lust drauf an. Meistens mache ich so, da rendere ich danach, also fange ich dann danach gleich an zu schneiden und das Video zu rendern. Mache ich aber nicht immer, meistens lasse ich auch so ja, 1 bis 2 Tage ins Land ziehen, ehe ich mich dann mal dran mache und das Video dann rendern tue und schneiden tue. Also ich tue nicht immer gleich nach der Aufnahme den Part rendern. Oder die Parts, besser gesagt, ist ja dann eine ganze Session, die ich mir dann zusammenschnibbele. So, was wollte er dann noch wissen? Außerdem, was ist deine Hardware? Wie nimmst du auf? Die Hardware, meine Hardware. Ich glaube, da werde ich euch jetzt einfach mal hier irgendwo im Bild ein Screen einblenden lassen von von meinem PC, was der so drinne hat. Grafikkarte dürfte da nicht mit stehen. Ich sollte eine AMD Radeon HD haben. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Zahl. Ich habe das jetzt leider absolut nicht im Kopf. Was ich für eine Grafikkarte drin habe, ist eigentlich peinlich für einen Gamer. Ich weiß, aber das habe ich absolut gerade nicht im Kopf, was ich jetzt für eine Grafikkarte. Die wird sicherlich gerade hier so irgendwo stehen im Bild. Ansonsten wenn ich es vergessen habe, schreibt es in meine Kommentare. Ich werde es dann euch in den Kommentaren beantworten. Wie ich aufnehme, eigentlich mit dem Programm, mit dem eigentlich so gut wie jeder Let's Player aufnimmt. Fraps nehme ich auf. Und wenn es nötig ist, also wenn Fraps gar nicht geht, es gibt auch meistens so Situationen, da geht Fraps gar nicht. Bei manchen Spielen, dann habe ich immer noch DXtree. Also meistens nehme ich Fraps, also ich nehme fast immer Fraps. Ich versuche, ehe ich ein Spiel aufnehme, versuche ich dann immer erstmal mit Fraps aufzunehmen, Testaufnahmen und so weiter. Und guck dann, wie es mit Fraps läuft. Wenn es mit Fraps so gut läuft, wird das komplette Projekt mit Fraps aufgenommen. Aber allerdings gibt es meistens auch so Situationen, da bietet sich Fraps gar nicht an. Da ist einfach DXtree besser. Zum Beispiel bis vor kurzem hatte ich noch Let's Play Yoshi's Story Let's Play. Das ist so ein Projekt, was ich zum Beispiel komplett mit DXtree aufgenommen habe. Weil Fraps einfach, da hat der komplette Emulator geleckt vom Feinsten und das war einfach unspielbar dadurch. Und da habe ich dann einfach mal DXtree genommen und DXtree hat einfach besser funktioniert. Und das liegt einfach daran, dass DXtree einfach nicht so viel an Ressourcen frisst, wie es Fraps tut. Und deshalb habe ich in diesem Fall DXtree genommen. So, jetzt wird der Bildschirm wieder schwarz. Ansonsten mit Fraps nehme ich meine Stimme auf. Quatsch. Mit Fraps nehme ich den Ingame-Sound und das Bild auf, nicht meine Stimme. Meine Stimme nehme ich immer mit Audacity auf, wie es jetzt in diesem Fall auch ist. Wird auch gerade meine Stimme mit Audacity aufgenommen. Und ja, das sind eigentlich so diese Programme, die ich eigentlich habe. Fraps bzw. DXtree, Audacity und dann zum Schneiden Camtasia Studios 8. Ja, und das ist eigentlich so die ganze Software, die ich nutze, um
meine Let's Plays an den Mann zu bringen. So, bla 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 hat er dann geschrieben. Dann hat er noch geschrieben, findest du es aufwendig, dies, das, Moment, das am... Moment, jetzt muss ich erstmal gerade die Frage verstehen. Na, findest du es aufwendig? Findest du es aufwendig, dies, das am Gewinnspiel? Hä? Na, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Also ich glaube, die Frage ist jetzt, ob ich das irgendwie aufwendig finde. Also, es kommt auch immer darauf an, welches Video ich mache. Dieses Video wird ziemlich aufwendig werden. Aber so ein Let's Play ist in der Regel nicht aufwendig, muss man ganz ehrlich sagen. Es kommt auch immer darauf an, ob ich nun die erste Aufnahmesession mache oder so mittendrin vom Let's Play eine Aufnahmesession mache. Weil wenn ich die erste Aufnahmesession mache, dann kommt neben dem Schneiden und Rendern meistens noch mit dazu, dass ich noch ein Intro gestalte. Ich habe ja jetzt angefangen, überall Outros, nicht Intros, Outros reinzusetzen. Das Outro muss noch gemacht werden, bearbeitet werden, wie auch immer. Und dann muss noch eine passende Thumbnail gesucht werden und diese dann auch bearbeitet werden. Nicht jedes Thumbnail mache ich selber. Zum Beispiel die Thumbnail zu SimCity hat der Olli für mich gemacht. Genauso wie die Thumbnail zu Sims 3 hat der Olli auch für mich gemacht. Also nicht jedes Thumbnail mache ich selber. Die Thumbnail zu Yoshi's Story habe ich selber gemacht. Aber SimCity und die Sims 3, die hat der Olli für mich gemacht. Kann man auch ganz gut daran sehen, wenn die Thumbnail scheiße aussieht, ist sie von mir. Wenn sie gut aussieht, ist sie vom Olli. Also das ist eigentlich ganz einfach zu erkennen. Und das ist aber nur am Anfang der Aufnahmesession, also wenn ich dann die erste Aufnahmesession gemacht habe, ist das am Anfang so. Ansonsten werden dann nur noch Thumbnails gemacht, wenn sie mir mal kurz ausgehen. Aber ich mache meistens so, mit einem Schub mache ich gleich mal 20 Thumbnails und da habe ich erstmal für 20 Parts ausgesorgt. Und dann nach 20 Parts werden dann halt wieder 10, 20 Thumbnails gemacht, wie es denn auch sei. Und ja, das Outro wird halt gemacht, aber das Outro bleibt ja sowieso dann immer das gleiche. Also das ist dann wirklich nur so eine einmalige Sache. Und das Let's Play an sich selbst zu schneiden ist eigentlich, finde ich persönlich, jetzt nicht so aufwendig. Andere Leute wie Aiblali und so weiter, die haben sicherlich aufwendigere Videos zu schneiden. Aber beim Let's Play muss man eigentlich nur darauf achten, dass es ein bisschen synchron ist. Und dann halt darauf achten, dass die Partlänge eingehalten wird, die ja auch immer unterschiedlich ist. 15 Minuten bzw. 20 Minuten ist es ja bei mir meistens. Wenn mein Part länger geht, ist das meistens Ausnahmefall, aber in der Regel werden meine Let's Plays nie länger als 20 Minuten sein, weil ich einfach finde, ein Let's Play, was länger als 20 Minuten geht, ist einfach zu lang. Klar gibt es solche großen Let's Player wie im Sacharza oder den Kronk, die machen einfach längere Let's Plays, aber die haben auch den Zuschauerkreis, der das einfach verlangt. Und ein kleiner Let's Player wie ich, der kann es einfach leisten, sozusagen, dass meine Let's Plays nur 15 bis 20 Minuten lang sein werden. Außerdem muss ich dazu sagen, dass ich dafür auch nicht so wirklich die Zeit hätte, weil ich ja nebenbei auch noch arbeiten gehen muss und so weiter. Und da hätte ich persönlich jetzt nicht so wirklich die Zeit, da so lange Parts zu machen, weil ein langer Part bedeutet auch immer gleichzeitig, dass ich mehr aufnehmen muss. Wenn ich jeweils 30 Minuten Parts mache, dann habe ich nach einer Stunde gerade mal zwei Parts aufgenommen. Und nach zwei Stunden vier. Und wenn ich eine ganze Woche aufnehmen wollen würde, müsste ich im Prinzip 3 Stunden oder sagen wir mal 4 Stunden, wenn man das Wochenende noch mit dazu nimmt, aufnehmen. Und da ich dazu einfach nicht die Zeit habe, wegen Arbeit und so weiter, mache ich das mit den 15 bis 20 Minuten, wo ich auch finde, dass sich das lohnt. Also, dass sich das auch auszahlt und ja, ich finde einfach, es reicht. Sagen wir es so, ich finde einfach, das reicht. So, das war hoffentlich, ich hoffe, Alex, ich habe deine Frage gut genug beantwortet, also deine Fragen habe ich weitgehend gut genug beantwortet. Und ich habe mir jetzt, wie gesagt, noch ein paar Fragen rausgesucht aus den letzten Kommentaren von den letzten Tagen und Wochen. Und da hat vor 2 Tagen mir mal der Luis Wötike geschrieben,
zu Let's Play SimCity Part 6. Gutes Video über ein schlechtes Game. Gut. SimCity 5. Finde ich das so schlecht? Das ist die Frage. Nee, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde SimCity 5 oder SimCity, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, oder SimCity 2013, ist eigentlich ein relativ gutes Game. Nur das größte Manko an diesem Game ist halt diese kleinen komischen Karten, mit denen man einfach nichts anfangen kann, wo man keine wirkliche Metropole bauen kann. Und ich finde, das zieht das Spiel ganz schön runter und ich persönlich glaube auch nicht, dass da irgendwann größere Karten kommen werden. Also ich glaube nicht dran. Also ich persönlich glaube nicht dran. Es war für mich auch schon eine ganz große Überraschung, dass dieser Einzelspieler-Modus kam. Ja, das war für mich auch schon eine relativ große Überraschung. Hätte ich auch nicht erwartet, dass der kommt. Aber er kam. Vielleicht könnte man jetzt auch Hoffnung auf größere Karten haben, aber... Also ich persönlich habe es ja nicht, dass größere Karten kommen, aber ich wollte das Spiel jetzt trotzdem Let's Playen, weil ich finde, nur weil es so kleine Karten hat, ist das für mich noch kein Grund, es nicht zu Let's Playen, weil es ist, wie gesagt, eigentlich ein schönes Spiel und deshalb wird es von mir trotzdem Let's Play, trotz der leider sehr kleinen Karten. Gut, das war Kommentar Nummer 1. Was habe ich mir noch so rausgepickt? Lass mich mal gucken. Ach ja, der Mass-LP, der ganz gerne meine SW-Tor-Videos schaut, der hat mal kommentiert zu diesem Video von Kurt Reifjords, wo ich einfach mal alle Endbosse zusammengeschmissen habe in einem Video und dann mir YouTube gesagt hat, das verstößt gegen Urheberrecht, du kannst den Titel auch rausschneiden lassen oder das Video wird weltweit gesperrt werden. Da hat er mir natürlich empfohlen, dass ich da so Musik wie von Imcomtech oder Papa Fjord Music oder Free Music Archive, das kenne ich jetzt gar nicht, nehme. Lieber der Mass-LP, vielen Dank für die Tipps, aber Imcomtech und Papa Fjord Music kenne ich leider schon. Und von Papa Fjord Music, da ist auch bei SW-Tor, ab Part 35 wird ja dann bei SW-Tor das Outro da sein, da ist auch von Papa Fjord Music die Musik im Hintergrund. Also du siehst, ich kenne ihn schon und nutze ihn auch, benutze auch seine Musik. Der Grund, warum ich dann keine Musik drunter gelegt habe, das war einfach, ich habe es erst gesehen, nachdem das Video hochgeladen war, habe ich erst gesehen, hey, YouTube hat es weltweit gesperrt, dieses Video. Und ich habe dann, wie gesagt, das Lied von YouTube rausschneiden lassen und die Musik, wie auch immer, habe ich rausschneiden lassen von YouTube. Ich hätte natürlich ganz klar das Video nochmal löschen können, es nochmal überarbeiten können und dann nochmal hochladen können. Und das Problem war, es hat ziemlich lange gedauert, dieses Video hochzuladen. Und ehrlich gesagt hatte ich dazu keine Lust, das dann nochmal zu überarbeiten. Und ich hoffe, das kann man mir verzeihen. So, der Karim fragte mich vor vielen Tagen, am 8.2. war das, fragte er mich, auf welchem Server seid ihr? Das war die Frage zu SW-Tor. Habe ich ihm auch schon beantwortet, war Part 22, da steht es auch nochmal, auf welchem Server wir sind, aber ich wollte es nochmal in diesem Video sagen, wir, beziehungsweise ich, bin auf dem Server T3-M4, also dieser PvE-Server, dieser deutsche PvE-Server, da bin ich drauf, da mache ich auch die Aufnahmen auf diesem Server, da spiele ich auch privat auf diesem Server, also auf diesem Server mache ich alles, das wollte ich jetzt nur nochmal in diesem Video erwähnen, dass ich auf diesem Server bin. Gut. Das war jetzt die letzte Frage von Karim. Auf welchem Server seid ihr? Und jetzt habe ich nur noch als allerletzten Punkt stehen das Gewinnspiel. Was gibt es zu gewinnen? Ich habe ja gesagt, es sind zwei Sachen nötig, damit ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Punkt Nummer 1 ist, dass ihr einen Origin-Account habt, weil wenn ihr keinen Origin-Account habt, dann könnt ihr leider nicht an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und Punkt Nummer 2 ist, dass ihr Die Sims 3, also das Basisspiel für Die Sims 3 braucht. Ansonsten wäre es ziemlich überflüssig, wenn ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmt.
Was gibt es zu gewinnen? Es gibt zu gewinnen die Sims 3 Showtime, das Add-on, also ein Add-on zu Sims 3. Ich habe den Key noch so bei mir rumliegen. Ich habe mir mal damals mehrere gekauft. Einen habe ich dann wieder verkauft und den letzten habe ich einfach nicht immer an den Mann gebracht. Und da habe ich mir dann gedacht, hey, wieso verlost du den nicht einfach zum 4-Jahres Let's Player Special? Und ja, die Sims 3, also wer noch nicht Showtime hat, das Add-on zu die Sims 3 Showtime, der kann gerne an diesem Gewinnspiel hier teilnehmen. Was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst einfach mal ein bisschen kreativ sein. Und das ist auch so eine Sache, die mir auch ein bisschen hilft. Und ihr müsst mir einfach mal sagen, was ihr euch auf meinem Kanal noch wünschen würdet. Also seid mal kreativ und denkt jetzt mal nach. Vielleicht gibt es irgendein Format zum Beispiel, was ihr unbedingt auf meinem Kanal sehen wollt. Also das Format sollte schon mit Gaming zu tun haben, ganz klar. Das ist ja ein Gaming-Kanal, mein Kanal. Vielleicht habt ihr ein Format. Oder aber ihr erzählt einfach mal, was ihr euch noch auf meinem Kanal wünscht. Also entweder ihr schlagt ein Format vor für meinen Kanal, wo ihr dann sagt, hey, Ben, du kannst doch mal das und das machen, so als kleines Format auf deinem Kanal. Oder aber ihr sagt mir, was ihr euch noch wünscht für meinen Kanal, von meinem Kanal, wie auch immer. Ein neues Spiel, irgendein Let's Play zum Spiel, weiß ich nicht. Irgendeine Ausbesserung bei den Let's Plays, ich weiß es nicht. Je nachdem. Ich werde mir dann die ganzen Vorschläge anschauen und werde mir dann raussuchen, wer dann gewonnen hat und wer den Key gewinnt zu Die Sims 3 Showtime. Und ich werde natürlich auch schauen, ob es für mich, ob ich es umsetzen kann, weil es heißt dann noch lange nicht, nur weil ihr was vorschlagt, kann ich das auch umsetzen. Also ich werde natürlich versuchen, es umzusetzen, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es umsetzen kann, ja. Und deshalb, wie macht ihr das jetzt am besten? Also ihr könnt, entweder könnt ihr unter dieses Video posten, eure Vorschläge, eure Formate, wie das alles aussehen wird, könnt ihr jetzt unter das Video posten. Bei den Formaten einfach drunter posten, falls ich es dann wirklich umsetzen will und noch Fragen habt, dann schreibe ich euch einfach eine PN auf YouTube. Oder ihr schreibt es mir per PN, das würde auch gehen. Am besten mit dem Stichwort, also mit dem Betreff Gewinnspiel. Oder aber ihr macht gleich ein Video dazu. Aber Video würde ich an sich nur den Leuten empfehlen, die sich jetzt irgendwelche Sachen wünschen für meinen Kanal. Dass ihr mir das vielleicht zeigt. Falls ihr irgendeinen Missstand auf meinem Kanal habt, dass ihr euch, dass ihr dann ein Video macht und mir dann in dem Video zeigt, ja, diesen Missstand sozusagen zeigt. Und ja, also wie gesagt, Gewinnspiel zu gewinnen gibt es die Sims 3 Showtime, ein Add-on, Origin-Account muss vorhanden sein und das Basisspiel zu Sims 3. Ansonsten bringt euch das Add-on nichts, wenn ihr nicht das Basisspiel zu Sims 3 besitzt. Und ja, wie gesagt, postet eure Formate oder eure Wünsche, die ihr an meinem Kanal noch habt. Oder das Video per PN oder per Video. Und das Video dann bitte auch per PN schicken, einfach an die Nachricht dranhängen. Gut, damit wäre ich jetzt eigentlich durch mit diesem 4-Jahres-Let's Player-Special. Olli hat mir gerade gesagt, bis wann das alles sein wird. Ich würde sagen bis 10. Mai, das wäre bis einschließlich nächste Woche, also genau in einer Woche. Weil dieses Video wird am Samstag kommen und das wird dann genau in einer Woche sein. Und dann werde ich mir eure Vorschläge und Formate und so weiter werde ich mir dann anschauen und der Gewinner bekommt dann den Key. Wenn jetzt irgendjemand einen Vorschlag drunter postet, der euch gefällt, dann gebt dem Vorschlag einfach einen Daumen hoch in den Kommentaren. Dann habt ihr diesenjenigen zwar auch unterstützt und ihr bekommt nicht das Video, aber man kann auch mal andere unterstützen. Gut, jetzt bin ich aber wirklich durch mit diesem 4-Jahres Let's Player Special. Ich wollte mich nochmal bei diesen treuen Zuschauern bedanken für ihre tolle
ja, für das tolle Mitwirken, für diese Daumen hochs und auch immer das tolle Kommentieren. Ich freue mich immer über jedes Kommentar und wenn es irgendeinen Missstand bei irgendeinem Let's Play gibt, einfach rein damit in die Kommentare. Ich werde versuchen, diesen Missstand aus der Welt zu schaffen. Ich genieße jetzt noch ein bisschen den Tag hier am Karibikstrand. Ich muss mir mal Sonnencreme holen, weil ihr habt gesehen, ich habe mir schon einen Sonnenbrand geholt von dieser schönen Karibik-Sonne hier. Und ja, in dem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächstes Jahr auch wieder sehen, wo ich im Übrigen auch schon weiß, welches Let's Players, 5 Jahre Let's Players Special ist es ja dann, welches 5 Jahre Let's Players Special ist, ich dann mache. Da habe ich schon eine Vorstellung, aber das wollte ich erst nächstes Jahr machen, weil ich finde, das passt einfach viel mehr zum 5 Jahre Let's Players Special als zu einem 4 Jahres Let's Players Special. Gut Leute, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir hören uns in einem nächsten Let's Play wieder oder aber in irgendeinem anderen Video. Bis dahin Leute und tschüss.